geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Zuseher und Zuseherinnen, aber selbstverständlich vor allem lieber Herr Hollein. Die heurige Verleihung des WU-Managers des Jahres findet ja unter außergewöhnlichen Rahmenbedingungen statt. Geplant war selbstverständlich, dass wir diese Auszeichnung an Herrn Hollein im Rahmen eines festlichen Aktes in New York überreichen. Aber leider können wir das nicht tun, daher müssen wir ganz im Sinne der Digitalisierung das heuer online machen. Die Verleihung der Auszeichnung WU-Manager des Jahres 2020 ist etwas ganz Besonderes. Denn damit ehrt die WU herausragende Leistungen außergewöhnlicher Managerinnen und Manager, die WU-Alumni sind, internationale Erfahrungen oder eine internationale Karriere mit sich bringen und sich durch vorbildhaftes Wirken innerhalb und außerhalb ihres Unternehmens auszeichnen. All diese Kriterien treffen auf unseren heurigen Manager des Jahres, Max Hollein, ohne Zweifel zu und sein beachtlicher Karriereweg zeigt WU-Studierenden und Absolventen und Absolventinnen, dass ihnen sowohl national als auch international alle Wege offen stehen. Werfen wir nun einen Blick auf Max Holleins Karriere in der Kunst- und Museumswelt. Herr Hollein hat nach seinem Betriebswirtschaftsstudium an der WU und seinem Kunstgeschichtestudium an der Universität Wien einen vielbeachteten internationalen Karriereweg hingelegt, welcher 1994 am Guggenheim-Museum in New York den Anfang nahm. 2001 wechselte er mit nur 31 Jahren als Direktor der Schiern Kunsthalle nach Frankfurt am Main, wo er auch ab 2006 zusätzlich Direktor des Städtelmuseums und der Liebighaus Skulpturensammlung war. Circa 10 Jahre später entschied sich Herr Hollein, zurück in die USA zu gehen und übernahm die Leitung des Fine Arts Museum in San Francisco, eines der bedeutendsten Museen der Westküste. Dann im Jahr 2008 folgte sozusagen die Krönung mit der Übernahme der Leitung des Metropolitan Museum of Art in New York. Das Met ist das größte Kunstmuseum der USA und eines der bedeutendsten Museen der Welt, welches übrigens am 13. April sein 150-jähriges Jubiläum feierte. Direktor dieser Institution zu sein, stellt wohl den Traum aller in der Kunstwelt dar und kann einen zu Recht mit Stolz erfüllen. Max Hollein gilt weltweit als geachteter Kurator und Museumsleiter und sein beeindruckender Karriereweg zeigt eine wunderbare Verbindung von Kunst und Wirtschaft. Er selbst sagte einmal, dass die Liebe zu den schönen Künsten allein für einen Museumsbetrieb nicht ausreicht, denn man muss die Aufgabe der erfolgreichen Leitung eines Museums mit einem hohen Maß an betriebswirtschaftlicher Verantwortung erfüllen. Dies wird vor allem in Zeiten wie diesen klar, in denen das Met aufgrund der Corona-Krise seine Türen für Besucher und Besucherinnen schließen musste. Doch die neue digitale Videoserie Met Stories, in der Besucher und Besucherinnen online faszinierende Geschichten über das Met erfahren können, lässt die Herzen vieler Kunstliebhaber höher schlagen. Doch nicht nur Max Holleins beachtliche Karriere soll heute im Vordergrund stehen, auch Max Hollein als Mensch hat ein paar Worte verdient. Der in Wien geborene und hier aufgewachsene Sohn des mit dem Pritzker-Preis ausgezeichneten Architekten Hans Hollein kam als Kind mit der Kunstwelt in Berührung. Bereits in jungen Jahren sah er und seine Schwester Lilly die Museen dieser Welt, wie zum Beispiel 1976 das Met, das er heute selbst leitet. Im Nachhinein betrachtet war dies wahrscheinlich ein Grundstein für seine spätere Karriere. Als Junge wollte er doch lieber Zeit am Meer in einem Schlauchboot verbringen. Den Weg seines Vaters wollte er definitiv nicht einschlagen, da er offensichtlich bereits früh erlebte, wie schwierig dieser Beruf ist. Insofern war, wenn man so will, seine Revolution gegen das Elternhaus, dass er sich sowohl für die Wirtschaft als auch Kunst interessierte und auch beide Studien belegte.
Max Hollein lebt heute in einer sehr kunstliebhabenden Familie. Er ist mit der Modedesignerin Nina Hollein verheiratet und sie haben gemeinsam 3 Kinder. Seinem Lebensmotto, ein Nein nicht zu akzeptieren und dass alles möglich ist, wenn man es nur mit Energie, Ausdauer und einem gewissen Spieltrieb angeht, bleibt er stets treu. Er geht Herausforderungen nicht aus dem Weg, sondern sucht diese vielleicht sogar. Als junger Direktor der Schieren Kunsthalle stoß er zu Beginn auf regen Widerstand und musste sich erst profilieren, was ihm ohne Zweifel auch gelang. Wie auch auf finanzielle Schwierigkeiten der Institution selbst. Mit seinen herausragenden Ausstellungsprogrammen verwandelte er diese jedoch zur aufregendsten Ausstellungshalle in Deutschland, wie es die Zeit einmal berichtete. Als er das Fine Arts Museum in San Francisco übernahm, war er mit finanziellen Problemen eben auch dort konfrontiert, die ihn jedoch nicht davon abhielten, seinen Direktorposten und sein aufgebautes Leben in Frankfurt zu verlassen und an der Westküste diese neue Herausforderung auch anzunehmen. Auch das Met sah sich zu Beginn seiner Amtsübernahme durchaus mit finanziellen Herausforderungen konfrontiert. Sein aufgebauter Ruf in der internationalen Kunstszene, er gilt als straight, integer, charmant, äußerst gut vernetzt, visionär, ambitioniert, offen für Neues und Gewagtes, ohne Allüren, gewiefter Spendensammler, Wunderwuzi und Prototyp eines Museumsdirektors für das 21. Jahrhundert. Er hat die Begabung, Menschen für seine Ideen zu begeistern und diese an Bord zu holen. Daniel Weiß, Präsident und Geschäftsführer des Met, sagt über ihn, dass er ein Mensch mit großer intellektueller Seriosität, großen ästhetischen Geschmack und vielleicht am wichtigsten von wirklicher Integrität ist. Da wir die Auszeichnung natürlich nicht persönlich überreichen konnten, haben wir sie per Post nach New York geschickt und sind jetzt auch schon sehr gespannt, ob sie auch wirklich angekommen ist. Ja, Herr Hollein, ich freue mich sehr, Sie wenigstens so zu sehen. Geplant war es anders, wir wollten uns ja in New York treffen. Aber wie Sie richtig sagen, außergewöhnliche Zeiten erfordern außergewöhnliche Lösungen. Ich darf Ihnen also hier auch einmal ganz persönlich gratulieren und Ihnen quasi die Anerkennung, die Auszeichnung der WU überreichen, WU-Manager des Jahres 2020. Wir haben natürlich unsere guten Gründe, die ja zum einen in ihrer Karriere liegen, zum anderen auch sie als Mensch auszeichnen. Die WU ist wirklich sehr, sehr stolz auf Sie. Ich gratuliere Ihnen sehr herzlich. Wir haben Ihnen ja die Trophäe geschickt und jetzt würden wir natürlich gerne wissen, ist sie denn auch angekommen? Die Trophäe ist bestens angekommen. Ich habe sie hier direkt bei mir, sitzt im Metropolitan Museum an der Fifth Avenue auf unserem Besprechungstisch. Und leider im Moment natürlich wenig Besprechungen hier, aber ich werde sie in Ehren halten und auch vielen anderen zeigen. Vielen Dank. Sehr gerne. Bedeutet denn WU-Manager des Jahres 2020 etwas für Sie? Und wenn ja, was? Ja, einiges. Und ich möchte vielleicht ein paar Dinge dazu sagen. Ich habe mich natürlich über diese Auszeichnung besonders gefreut. Es ist gerade auch natürlich in dieser fast surrealen Zeit, die wir gerade erleben. Es ist, wie Sie sagen, eine ungewöhnliche auch Verleihung, aber umso mehr freue ich mich über diese Anerkennung und über einen auch feierlichen Anlass in einer zu einem Zeitpunkt, wo es nicht allzu viel zu feiern gibt derzeit für uns. Und obwohl ich natürlich nach dem Abschluss auch meiner Studienzeit eigentlich sofort ins Ausland ging und an verschiedenen Orten und auch Stationen gearbeitet habe, so fühle ich mich natürlich Wien auch zutiefst verbunden. Es ist nicht nur noch immer der Platz, den meine Frau und ich und unsere gesamte Familie als unsere Heimatstadt empfinden. Es ist natürlich auch der Ort meiner Ausbildung. Und das Erste, würde ich sagen, was die Nachricht, dass ich zum WU-Manager des Jahres gewählt wurde, bei mir ausgelöst hat, waren insofern Erinnerungen. Schöne Erinnerungen auch an eine Studienzeit, an die WU, an mein Doppelstudium, an das Pendeln, sowohl physisch, und das war im D-Wagen damals,
als auch intellektuell zwischen den akademischen Welten Kunstgeschichte auf der einen Seite und Betriebswirtschaft auf der anderen, zwischen der Universität Wien und der Wirtschaftsuniversität. Und die WU war für mich auch damals schon von Anfang an ein besonderer Ort, ein beeindruckender Campus, schon damals in dem alten Struktur. Ich meine, ich weiß ja, jetzt ist ein noch viel beeindruckender Campus entstanden, aber damals wehte auch schon dort eindeutig ein anderer Wind inmitten eines sehr guten Lehr- und auch eines zielgerichteten Studentenkörpers. Und für mich ist die WU schon damals herausragend gewesen in der hiesigen, ich würde sagen, Universitätslandschaft, weil sie sehr international ausgerichtet und ist es natürlich immer noch. Sie ist fordernd, aber auch fördernd und ist immer hochprofessionell geführt und auch am Puls der Zeit. Und meine erste E-Mail-Adresse übrigens bekam ich von der WU zu einem Zeitpunkt, wo es anderswo kaum noch eine Ahnung von Internet gab, sondern das war eigentlich fast schon ein Prestigeobjekt, damals zu der damaligen Zeit in den 80er Jahren. Für mich war die Zeit an der WU sicherlich auch prägend. Nicht nur in Bezug auf das, würde ich sagen, was mir vermittelt wurde, sondern auch, wie man sich Wissensfelder und praktische Anwendungen aneignen kann und auch muss und welche Themenfelder sich aufmachen. Und auch wie man sich im Uni-Alltag durchsetzen kann, in Zusammenarbeit und manchmal aber auch im Alleingang. Und so war während meines Studiums, wo bereits relativ klar war, dass ich dann in Zukunft im Museumsbereich arbeiten werde, wurde ich ehrlich gesagt oftmals gefragt, warum ich eigentlich überhaupt Betriebswirtschaft studiere, wenn ich nachher mich eigentlich primär mit den schönen Künsten auseinandersetzen möchte. Und für mich war das nie eine Frage, sondern gemeinsam mit meinem Kunstgeschichtsstudium hat das Studium der Betriebswirtschaftslehre für mich immer nur Antworten bereitet. Und Antwort darauf nicht nur, was ich machen möchte, sondern insbesondere wie. Welche Werte dafür wichtig sind, welche Verantwortung man auch übernehmen kann und muss, welche Strategien es insbesondere im Non-Profit-Bereich zu entwickeln gilt, welches Werkzeug dafür sinnvoll ist und auch welche analytischen Fähigkeiten bei jeglicher Fragestellung dabei hilfreich sind. Und die WU hat mir ja vielleicht auch dabei gelehrt, in verschiedenen Sprachen oder vielleicht auch zumindest Dialekten zu reden. Und es ist vielleicht eines der besonderen Privilegien eines Museumsdirektors, ähnlich wie für eine Rektorin, dass es ein besonderes Privileg mit den unterschiedlichsten gesellschaftlichen Gruppen zu tun zu haben. Künstler, Sammler, Politiker, Konzernleiter, Medien, Mäzene. Und es ist dabei hilfreich im Grunde, oder es war immer hilfreich für mich, dass ich sowohl über ein suprematistisches Gemälde öffentlich reden kann, als auch über das EBITDA von Unternehmen. Also insofern, dieses Wechseln in den Dialekten und in der Sprache war für mich immer auch etwas sehr Vorteilhaftes und hat mich stark begleitet. Und wenn ich jetzt hier in New York bin und ich war eben vorher in Deutschland und San Francisco und auch vorher auch nochmal in New York, ich stoße im Ausland natürlich immer wieder im Rahmen von Meetings ganz zufällig auf WUler, so alte WUler. Und dann freuen wir uns immer und man hat eine gemeinsame Vergangenheit und man denkt sozusagen zurück und man ist stolz auch darauf. Und ich glaube, gerade wenn eine solche Begegnung hier in den USA passiert, in den USA, wo ein Universitätsjahr für einen Studierenden nicht unter 70.000 Dollar zu haben ist, wenn sie kein Stipendium haben, dann wird das Bewusstsein natürlich noch größer, was für ein besonderes Angebot eigentlich die WU hat und was für ein besonderes Angebot die WU auch für mich war, in Österreich auch ohne eben Studiengebühr studieren zu können in dieser Form. Und nur unter solchen Voraussetzungen natürlich war es auch überhaupt für mich möglich, ein Doppelstudium zu machen, an zwei unterschiedlichen Universitäten parallel durchführen zu können. Und ich habe mir auch gedacht, vielleicht hätte ich wahrscheinlich keines der beiden Studien abgeschlossen, wenn ich sie nicht beide parallel studieren hätte können. Für mich war in dieser Zeit immer gut, diese Möglichkeit zu haben, eigentlich meine Konzentration hin und wieder zu verlegen, von dem einen auf das andere. Ich glaube, das war etwas Besonderes für mich. Und vielleicht war in den Zeitpunkten, wo mir dann ab einem gewissen Moment bei Kunstgeschichte die
die Händescheidung in der altniederländischen Malerei zwischen Jahn und Hubert van Eyck dann doch etwas zu wenig mit der Welt von heute zu tun hatte. Der Moment, wo ich dann mich noch tiefer mit der Betriebswirtschaft auseinandergesetzt habe. Und genauso wie ich während meines Spezialisierung im Bereich Revision und Treuhand vielleicht dann die Konzernrechnungslegung dann doch manchmal ein fast zu trockener Weg war in Bezug auf Kreativität und menschliche Ausdrucksformen, war dann immer wieder auch manchmal der Wechsel in die Kunstgeschichte interessant. Und WU-Manager des Jahres 2020 bedeutet für mich insofern auch ein Anstoß, noch stärker mit der Wirtschaftsuniversität verbunden zu bleiben. Und ich freue mich über diese Auszeichnung. Ich bin stolz auf meinen Master of Business Administration, wie man es hier natürlich in den USA gerne ankündigt, wenn ich vorgestellt werde, von der WU Wien. Ich bin ein begeisterter Alumni und ich bin ein freudiger Botschafter der Wirtschaftsuniversität. Danke sehr. Ja, vielen, vielen Dank. Das freut uns natürlich. Ich werde Sie natürlich beim Wort nehmen und weitere Verbundenheit auch einfordern. Aber noch einmal, wie gesagt, herzlichen Glückwunsch von unserer Seite. Wir sind wirklich sehr stolz auf Sie. Und ich würde natürlich die Gelegenheit gerne nutzen und auch mit Ihnen ein bisschen ins Gespräch zu kommen, ein bisschen auszutauschen, zum Beispiel zu der Frage, wie schaut es denn gerade bei Ihnen aus? Was darf man sich denn vorstellen unter einem Museumsbetrieb in Zeiten von Social Distancing? Also das MET ist geschlossen für unser Publikum und auch für unsere Mitarbeiter. Ich bin hier jetzt gerade im Metropolitan Museum mit einer ganz kleinen Gruppe an Mitarbeitern, hauptsächlich Sicherheitsmitarbeiter, Mitarbeiter, die für die Aufrechterhaltung des Gebäudes auch zuständig sind. Es ist wie für uns alle eine sehr ungewöhnliche Zeit. Es ist auch, muss man ganz offen sagen, wenn man alleine durch unsere großen Hallen geht und durch unsere Galerieräume, es ist auch gewissermaßen ein trauriger Moment. Es fehlt einem viel. Es fehlt einem nicht nur die Besucher, es fehlt einem der Dialog, es fehlt einem die gesamte sozusagen Form der Auseinandersetzung mit Kunst und mit unserem Publikum. Wir waren, das MET war die erste größere Institution in New York, die entschieden hat zu schließen, im Sinne eines für die Sicherheit unserer Mitarbeiter und die Sicherheit unseres Publikums. Das hat natürlich dann in New York ausgelöst, das war uns klar, dass das sozusagen dann innerhalb von 2 Tagen eben auf viele andere öffentliche Bereiche von New York sich auswirken wird. Man hat eine große Verantwortung insofern auch, ein solches Haus zu leiten und zu führen. Und gerade in der jetzigen Zeit wird einem das klar, dass diese Verantwortung oft auch weit über jetzt einen normalen musealen Betrieb geht. Auf der anderen Seite spürt man natürlich, wie vielen Leuten das Museum abgeht gerade, wie viele auch darauf warten, dass sie wieder ins Met kommen können. Es ist wirklich das Home away from home für viele und wir stehen natürlich, sind da auch ein besonderes Symbol. Derzeit sind unsere Herausforderungen natürlich insbesondere einerseits finanzielle Art. Wir sind jetzt in unserer 9. Schließwoche. Es ist nicht derzeit abzusehen, wann wir wieder öffnen können. New York ist natürlich besonders betroffen. Wie wir geschlossen haben, am 12. März, haben wir gesagt, wir gehen davon aus, dass wir im Juli wieder öffnen können. Das wurde damals als extrem pessimistisch empfunden. Jetzt ist das ein sehr optimistisches Szenario für uns. Und das Ganze hat natürlich finanzielle auch Folgen und Auswirkungen, die dadurch, dass im Unterschied zu jetzt im europäischen Raum amerikanische Museen ja nicht öffentlich finanziert sind, sondern privat, die schlagen bei uns natürlich sofort durch. Und das heißt, wir müssen Maßnahmen ergreifen, um diese finanziellen Einbußen zu kompensieren. Auch spezifisches Fundraising dafür betreiben und auf der anderen Seite auch diese Institution auch jetzt für die nächsten Jahre auch etwas nicht vollkommen zu verändern, aber sozusagen darauf einzugehen, dass auch die nächsten Jahre natürlich
für uns ein anderes Umfeld darstellen. Wir werden deutlich geringeren internationalen Tourismus in New York haben. 30% unserer Besucher sind internationale Touristen. Wir werden ein anderes mäzenatisches Umfeld haben. Wir werden, Philanthropie wird sehr stärker auch in soziale Richtungen gehen, was wichtig ist, gerade in der jetzigen Zeit. Das Museum wird da auch Auswirkungen sehen und vieles andere mehr. Insofern ist es eine sehr intensive, eine sehr arbeitsreiche Zeit, aber auch eine sehr ungewöhnliche Zeit, insbesondere mit, wenn Sie 2400 Mitarbeiter haben, die alle derzeit zu Hause sind und aber durch eine Zeit der enormen Unsicherheit gehen. Und hier ist Kommunikation natürlich ein ganz wesentlicher Faktor für uns. Darf ich da nachhaken? Da muss ich Sie sozusagen jetzt als WU-Absolvent gleich fragen, welche Maßnahmen im Bereich der Problemlösung im finanziellen Bereich, an welche denken Sie denn da? Also es ging zuerst einmal im ersten Schritt darum, unser sagen wir so, Defizit, das wir in diesem Jahr haben werden, zu kompensieren. Wir haben das berechnet, dass unser Defizit aufgrund von entgangenen Erlösen, Eintrittstickets, Shops, Restaurants, die wir betreiben, keine Benefit-Galas, die wir dieses Jahr machen können, dass das zwischen 100 und 150 Millionen Dollar liegen wird, je nachdem, wann wir wieder öffnen können. Und insofern der erste Schritt war, alle Mittel, die wir zur Verfügung haben und die wir sonst für andere Zwecke genutzt hätten, sprich zum Beispiel Ankäufe oder anderes, und die nicht so von den Donors restriktiv behandelt werden, dass wir die umgelenkt haben, um das operative Budget zu unterstützen und insofern die Gehälter zu stützen. 65% unseres Budgets sind die Gehälter unserer Mitarbeiter. Dann haben wir Maßnahmen ergriffen. Ein Teil meiner Aufgabe in den letzten Wochen war, unsere Hauptförderer dazu zu bewegen, uns weiter und insbesondere während dieser Krise zu unterstützen. Und wir haben rund 25 Millionen an Spenden aufgetrieben in den letzten zwei Wochen. Auch das, um das zu kompensieren. Und dann gilt es natürlich, das Programm auf die jetzt natürlich vollkommen zu reduzieren, in der Zeit nicht nur, wo wir überhaupt keine Besucher haben, als auch in einer Zeit, wo wir einfach deutlich geringere Besucherzahlen vorhersehen. Und dann gilt es natürlich auch, und das ist sicherlich auch eine Frage dann für die Anzahl der Mitarbeiter, wir müssen natürlich auch insgesamt als Institution für die nächsten 2-3 Jahre, bis überhaupt prognostizierbar ist, dass wir wieder auf einem gewissen Niveau wie vorher agieren können, wir müssen uns reduzieren. Das gilt auch für Mitarbeiter, das gilt für Aufwand. Wahrscheinlich ist nicht reduzieren um 50%, aber es ist eine Reduktion zwischen 10 und 20% in Bezug auf Programm, Aufwand und so weiter. All das operieren wir jetzt derzeit durch. Und auf der anderen Seite war es auch eine Aufgabe, mit unserem Publikum auch natürlich in Kontakt zu sein und auch unsere Rolle als Museum für die Welt auch weiterhin auszuführen. Und das bedeutet, dass insbesondere unsere digitalen Plattformen natürlich noch eine viel größere Bedeutung gehabt haben als vorher und hier viel auch zusätzliches Programm jetzt erzeugt wurde. Zum Thema Fundraising, finanzielle Zuwendungen, auch die österreichischen Universitäten kommen natürlich immer mehr drauf, dass man das auch braucht, auch sich um ein bisschen unabhängig zu machen von der jeweiligen öffentlichen budgetären Situation. Wie gehen Sie denn damit um, dass das ja durchaus auch ein Spannungsfeld aufmacht? Von wem nimmt man Geld? Was für Arten von Gegenleistungen können angeboten werden? Ist es nicht auch eine Form von Abhängigkeit? Wie gehen denn Sie mit dem Themenkomplex um, finanzielle Zuwendungen und Unabhängigkeit? Wie kriegen Sie das unter einen Hut? Ja, ich bin immer ein starker auch Verfechter des amerikanischen Systems. Ich habe natürlich in beiden Systemen gearbeitet, Systeme für Non-Profit-Unternehmen, die quasi stärker auf öffentliche Unterstützung gesetzt haben, als auch Situationen, wo sie stärker mit privaten Mäzenen zu tun haben. Sie stellen die Unabhängigkeit dar, indem sie eine große Anzahl an Förderern haben. Sie sind als Institution vollkommen abhängig, wenn sie
zwei, drei große Förderer haben. Wenn Sie aber eine große Bandbreite an Förderern haben und das sozusagen in dem Sinne fast zusammen komponieren, dann haben Sie eigentlich noch eine viel größere Unabhängigkeit, als Sie es vielleicht sogar auch im europäischen System haben. Es ist klar, dass jeder unserer Förderer eine gewisse und spezifische Passion hat. Das heißt, der Sammler für asiatische Kunst wird sich insbesondere für unsere Abteilung asiatischer Kunst engagieren finanziell. Das heißt, der oder sie hat eine spezifische Agenda. Die nutzen wir natürlich positiv. Wichtig ist natürlich, dass sie aber sozusagen unter ihren Förderern die gesamte Bandbreite haben, die auch unser Museum abbilden möchte. Und so sozusagen diese Vielfalt auch an Förderungen dann zusammen komponieren. Dann, ehrlich gesagt, finde ich, haben wir ein System, das deutlich unabhängiger ist, als wenn Sie zum Beispiel jetzt in einem System arbeiten, wo Sie hauptsächlich vielleicht abhängig sind von der Frage, wer der Kulturminister ist oder welche Partei gerade an der Regierung ist und die vielleicht andere Prioritäten hat. Auch das ist vollkommen valide, aber ich glaube, dass sozusagen insofern das amerikanische System für gewisse Institutionen eigentlich eine größere Unabhängigkeit darstellt. Es ist aber natürlich auch ein System, das sie dann sehr rasch auch vor Herausforderungen stellt. Das MET ist eine sehr wohlhabende Institution. Wir haben ein Endowment von derzeit rund 3,4 Milliarden Dollar. Wir sind natürlich umgeben von vielen Förderern, die uns unterstützen, eben auch in dieser Zeit der Krise. Für kleinere Institutionen mit geringem Endowment und nur kleinem Kreis an Förderern ist das sicherlich prinzipiell, aber gerade in dieser jetzigen Zeit eine große Herausforderung und würde auch zu gewissen Abhängigkeiten führen. Jetzt Stichwort Kunstmarkt, da ist ja doch auch ein beachtlicher Wirtschaftsbereich geworden, dient ja auch durchaus als eine interessante Option zur Vermögensveranlagung. Was genau oder wer genau definiert denn den Wert von Kunst? Gut, das ist natürlich, also die simple Betriebswirtschaftsantwort wäre jetzt hier, es ist eindeutig Angebot und Nachfrage. Aber es ist natürlich, Kunst ist ein absolutes Luxusgut und es ist auch ein Markt, der imperfekt ist. Es ist ein Markt, der natürlich von einer kleinen Anzahl auch von Gatekeepern vielleicht auch kontrolliert wird, wo je nachdem über welchen Segment des Marktes, wir hier reden, auch nur eine ganz geringe Anzahl von de facto Nachfragern sind. Wenn wir jetzt immer, wenn Sie oder ich auch natürlich über jetzt den nächsten Auktionsrekord für ein zeitgenössisches Gemälde oder für einen Warhol und so weiter hören und wir hier in Bereichen sind zwischen 50 Millionen und 300 Millionen etwa, und das ist, wenn wir uns in dieser Bandbreite bewegen, dann ist das sozusagen ein sehr, sehr überschaubarer Kreis an Nachfragern. Und das heißt, es ist insofern dieses hohe Segment des Kunstmarktes ist eigentlich ein sehr, sehr kleiner, ein sehr kleines Zusammentreffen von Angebot und Nachfrage. Und wir haben dann auf der anderen Seite den breiter aufgestellten Kunstmarkt, wo man eindeutig sagen muss, ich würde das jetzt natürlich nicht in diesem Blickwinkel betrachten, Kunst, aber die Renditeerwartungen in diesem Bereich sollten relativ gering sein, wenn wir über diese enormen Preisgewinne Kunstwerken sehen oder reden, so betrifft das wirklich nur ein ganz kleines Segment des Kunstmarkts. Prinzipiell ist natürlich der Kunstmarkt auch dafür da, eigentlich auch eine wichtige Distributionsform für Kunst darzustellen und natürlich auch eine Form der Unterstützung, der ganz wesentlichen Unterstützung für die künstlerische Tätigkeit darzustellen. Sehen Sie einen Unterschied des Wertes von Kunst und Kultur in Europa und in den USA?
Ja, hier ist sicher ein Unterschied. Es hat einerseits natürlich einen geschichtlichen Hintergrund. Natürlich sind, also wenn wir jetzt über Kunst und Kultur sprechen, hat das natürlich nicht nur in Europa schon eine viel längere Geschichte und auch eine andere Tradition. Aber es hat auch mit eigentlich der Haltung auch noch einmal zwischen Öffentlichkeit und Kunst und vielleicht auch Kunstobjekt zu tun. Ich würde sagen, in Europa ist Kunst noch viel stärker als vielleicht in den USA ein öffentliches Gut. Und auch, wo die Verantwortlichkeit des Staates oder der öffentlichen Hand auch ganz klar auch wieder eingefordert wird. Wir erleben das ja vielleicht jetzt gerade auch wieder in der Krise, wo in Österreich natürlich ganz klar auch eingefordert wird, die öffentliche Unterstützung der Kunst- und Kulturszene und diese Nachfrage danach oder sozusagen dieses darauf Dringen hat absolut ihre Validität. Das wäre in den USA nicht denkbar. Das heißt, hier ist natürlich Kunst insofern etwas, was sehr gewertschätzt wird, was mit vielen geteilt wird, aber was wiederum stärker auf das Engagement jedes Einzelnen und des Privaten von dem anhängt. Insofern ist da hier schon eine andere Relation da. Ich glaube, dass für mich auch interessant war zu sehen, die Frage, wann Museen wieder öffnen, wenn dann eine Stadt oder ein Land wieder öffnet nach der Krise. Ich habe das mit Interesse verfolgt, wie in Österreich wie verlautbart wurde, dass jetzt das Land langsam die Maßnahmen lockert und öffentliches Leben wieder aufblühen soll, dass am Anfang vielleicht die Museen sogar geplant waren, etwas später zu eröffnen. Und dann aber die Öffentlichkeit, auch die Medien darauf gedrungen haben, dass Museen müssen eigentlich quasi als First Responder sein, müssen einer der ersten Orte sein, die auch wieder öffentlich zugänglich sind. Wir hier in New York sind derzeit in der allerletzten Phase der Wiederöffnung von New York eingereiht worden, als kulturelle Einrichtungen, nach allen anderen, also nach Restaurants und so weiter. Das zeigt nicht eine Geringschätzung, aber es zeigt natürlich, dass die öffentliche und die auch vielleicht auch politische sozusagen Fokussierung eine andere ist. Ich wurde auch oft gefragt, zum Beispiel, seit ich in den USA war, welche Auswirkungen etwa die Wahl Trumps als Präsident auf die Kulturszene in den USA hat oder auch auf die Arbeit für mich als Museumsdirektor. Und dazu muss ich sagen, im Spezifischen keine, weil natürlich weder die amerikanische Regierung noch der Staat jetzt Einfluss hat auf die Museen, noch im Sinne finanziell unterstützend tätig ist. Aber natürlich hat das Gesamtumfeld eine Auswirkung auf, wie Leute Kultur wahrnehmen. Aber sozusagen, da sind schon starke und große Unterschiede. Ja, Herr Holländer, danke ich sehr herzlich für das Gespräch. Was, wenn ich Sie noch zum Abschluss fragen darf, was ist denn, was Sie von der WU am meisten mitgenommen haben oder an was denken Sie denn vielleicht auch manchmal am häufigsten? Ich glaube, es ist eine Form auch der, das klingt jetzt wie eine brave Plattitüde, aber es ist eine Form der Zielstrebigkeit, die man, ich denke, bei der WU während meiner Studienzeit sehr rasch mitbekommen habe und wirklich auch sozusagen gemeinsam an etwas oft zu arbeiten und das zu erreichen. Das ist etwas, was vielleicht auch gerade im amerikanischen Studienausbildung ganz wesentlich ist und wesentlich natürlich propagiert wird. Zu der damaligen Zeit, wie ich studiert habe, würde ich sagen, war das an der WU, ist das ziemlich herausgestochen gegenüber meinen anderen universitären Erlebnissen. Und das ist etwas, was mich sehr begleitet und auch dieses Sinn auch in dem Sinne als Team auch an etwas zu arbeiten, wo jeder vielleicht sogar auch mit seinem spezifischen Wissen und Blickwinkel an eine Fragestellung herangeht und dann daraus etwas Größeres Ganzes entwickelt. Das ist etwas, was ich gerade an der WU nicht nur
gelehrt bekommen habe, sondern was ich auch ganz stark gefühlt habe, mit meinen Kollegen auch dort machen zu können. Fein. Ja, dann darf ich Ihnen noch einmal die herzlichen Glückwünsche seitens der WU ausrichten. Wie gesagt, wir sind sehr stolz auf Sie. Wir hoffen, sehr viel von Ihnen auch zu hören. Und selbstverständlich hoffen wir, Sie irgendwann einmal auch im MET besuchen zu dürfen. Ich wünsche Ihnen noch alles Gute. Ich freue mich darauf. Vielen Dank. Nochmal ganz herzlichen Dank. Schöne Grüße nach Wien. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.